Yorum ist ein türkisches Wort und bedeutet so viel wie Kommentar. 1985, 5 Jahre nach dem Militärputsch in Istanbul und als Reaktion darauf, gründete sich die türkische Musikgruppe Yorum. Seitdem kommentiert sie kritisch bis heute die türkische Politik. Mit ihren über die Jahre an die 40 wechselnden Mitgliedern füllte sie immer wieder ganze Stadien und Plätze, begleitet vom Applaus hunderttausender Fans. Die Regierung Erdogan wirft ihnen Unterstützung linksextremer Organisationen vor, bis hin zur, wie es heißt, Terrorismuspropaganda. 2016 wurde die kurdischstämmige Sängerin Helin Bölek gemeinsam mit weiteren Musikern festgenommen und war seitdem inhaftiert. Jetzt ist sie gestorben, wie auch der Bassist der Gruppe. Beide entschieden sich für einen extremen und auch umstrittenen Weg, den Hungerstreik bis in den Tod. Das ist İbrahim Göcek, der Bassist der Musikgruppe Yorum. Nach 324 Tagen Hungerstreik ist er Anfang dieser Woche gestorben. Trotz Corona-Einschränkungen kamen Hunderte seiner Fans zur Trauerfeier. Gruppe Yorum ist extrem populär in der Türkei. Seit 35 Jahren gibt es die sozialistisch-revolutionäre Band, hunderttausende Konzertbesucher und Millionen Fans. Sie musizieren inzwischen in zweiter Generation, machen antifaschistische Lieder, Protestsongs, aber auch Liebeslieder. Angeführt von dem Bassisten İbrahim Göcek. Gruppe Yorum war dem Erdogan-Regime stets ein Dorn im Auge. İbrahim Göcek vor 8 Jahren, damals noch geschätzter Talkgast. Dann begannen die Schikanen. In den letzten 5 Jahren konnten wir keine Konzerte mehr geben. Auch unser Konzert mit dem Motto Unabhängige Türkei wurde verboten. Der Staat hat Angst vor dem Wort Unabhängigkeit. Und Angst vor den Millionen, die dieses Wort zusammenbringen könnte. Gegen Imperialismus und Faschismus. Der Staat hat Angst, weil Grup Yorum die Wahrheit sagt. Für die Band kam es noch schlimmer. Das Kulturhaus İdil im Istanbuler Stadtteil Beşiktaş, wo die Band probte und zu Hause war, wurde mehrmals von der Polizei gestürmt. Mitglieder der Gruppe festgenommen. Punkt für Terroristen. Dabei wird es von der Bevölkerung genutzt. Manche der Yorum-Mitglieder wurden verhaftet, andere auf Terrorfahndungslisten gesetzt, ohne rechtliche Grundlage. Trotz des Auftrittsverbots machte die Band weiterhin Musik. Diesen Solidaritätsclip widmete Grup Yorum den Hinterbliebenen der 301 Opfer eines Minenunglücks. In ihrem Lied machen sie den Staat wegen der schlechten Arbeitsbedingungen für die Katastrophe verantwortlich. Ein musikalischer Protest der Band um İbrahim Göcek. Alle juristischen Möglichkeiten haben wir ausgeschöpft. Wir sind in Berufung gegangen, vor mehrere Gerichte gezogen, um das Konzertverbot aufzuheben. Es half nichts. Die Band hat weiterhin Musik gemacht. Auf Dächern, im Internet. Ihr größter Wunsch, vor Publikum zu spielen, blieb ihr aber verwehrt. Wenn die Gruppenmitglieder gegen das Konzertverbot protestierten, wurden sie einfach festgenommen. Momentan sitzen 5 Mitglieder von Grup Yorum in türkischen Gefängnissen. Der Druck auf uns wurde immer größer. Insgesamt wurden schon 11 unserer Mitglieder inhaftiert und 6 weitere mit Steckbrief als Terroristen und mit Schießbefehl gesucht. Die türkische Regierung setzt die sehr vagen Antiterrorgesetze ein, um systematisch gegen kritische Stimmen vorzugehen und um diejenigen mundtot zu machen, die sich regierungskritisch äußern. Zurzeit sitzen in der Türkei zehntausende Menschen wegen Terrorismusvorwürfen in Haft. Und das betrifft auch Menschen, die allein wegen ihrer Ansichten, wegen ihrer politischen Meinung in Haft sitzen. Als die staatlichen Schikanen kein Ende nahmen, begannen 2 Bandmitglieder im Gefängnis mit Hungerstreik. Bassist İbrahim Göcek und Sängerin Helin Bölek. Ihr Zustand verschlechterte sich, sie wurden entlassen, setzten aber den Hungerstreik fort.
In bestimmten Situationen sehen die Menschen keinen anderen Ausweg als den Hungerstreik. Sie wollen mit ihrem Anliegen gehört werden. Sie wollen so die Ungerechtigkeiten anprangern, sowohl in der Öffentlichkeit als auch beim Staat. Grup Yurum ist ein tragisches Beispiel für Todesfasten aus Verzweiflung. Am 288. Tag des Hungerstreiks starb die Sängerin Helin Bölek an Unterernährung. Freunde und Familie verabschiedeten sich von der 28-Jährigen. Und was machte der türkische Innenminister? Er verhöhnte die Trauernden. Sie haben alles getan, um den Hungerstreik fortzusetzen. Sie haben per Gerichtsbeschluss erwirkt, dass ihre Zwangsernährung gestoppt wird. Sie haben das Krankenhaus verlassen und dann sind sie gestorben. Danach sind sie um den Leichnam von Helin Bölek herumgetanzt. So etwas machen nur Kannibalen, sonst niemand. Anfang dieser Woche starb auch İbrahim Göcek nach 324 Tagen Hungerstreik. Hunderte Menschen versammelten sich spontan im alevitischen Gotteshaus im Istanbuler Stadtteil Gazi, um sich von ihm zu verabschieden. Noch während der Trauerfeier stürmte die Polizei das Gotteshaus, setzte Tränengas ein, beschlagnahmte den Leichnam, damit Göcek nicht als Märtyrer gefeiert werden konnte. 17 Festnahmen, darunter auch die beiden Anwältinnen der Gruppe. Kein Ende der Unterdrückung in Sicht.